Ja, Leute, willkommen zurück bei Spyro Riptos Rage. Beim letzten Mal, ja, haben wir nicht hier aufgehört, aber wir haben den einen Level gemacht. Und ja, das mit diesem Sonnenstrand regt mich immer noch auf hier, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Wegen dem scheiß Update. Ja, wegen Windows-Update, hat er gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, Leute. Und beim letzten Part habe ich das nicht gesagt, aber abonnieren und bitte liken nicht vergessen. Und ich wünsche euch auch viel Spaß und los geht's. Hey Spyro, siehst du die Wand hier? Du willst bestimmt unbedingt wissen, was auf der anderen Seite ist. Ein paar Edelsteine könnten mich vielleicht erinnern, wie man die Wand absenkt. Ja, du Abzock. Richtiger Abzocker. Guck mal, wie viele Edelsteine wir haben. 2123 und der zieht uns jetzt 400 ab. Ah, ja, die funkelnden Edelsteine haben meinem Gedächtnis wohl auf die Sprünge geholfen. Den Namen muss geändert werden, Leute. Kein Geldsack, sondern Abzocker. So, Aquaria, da gehen wir jetzt gleich hin. Aber erstmal nehmen wir die mit natürlich, ne? So, du kommst auch. Alle Edelsteine mitnehmen. So, was fehlt uns noch? Oh, noch 10. Dann muss das, glaube ich, da drüben sein, ne? Ach nein, Leute, das ist da drüben. Warte, ich zeig euch das mal, bevor ich jetzt... Okay. Bevor ich das in den Level reingehe, ne? So, das ist hier. Da, wo sie ist. Wo Elora ist. Da oben sind die Edelsteine, Leute. Da haben wir das 100% hier dann. Hoffentlich, ne? Ja. So, gehen wir jetzt rein zu Aquaria. Ja, Leute. Ach so, ausblenden, da kommt jetzt eine Sequenz. Alter, was für Schweine, ne? Und das Seepferdchen die ganze Zeit verarscht. So, euch hole ich gleich. Erstmal reden wir mit dem Seepferdchen. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Machen wir. Jo, das war knapp. Mr. Krabs. Ah, wenn wir vom Mr. Krabs reden, Leute, ist mir jetzt gerade eingefallen, ja? Der echte Synchronsprecher ist ja gestorben. Also Benjamin Blümchen und Mr. Krabs. Sind ja die gleiche Person. So, Wasser haben wir jetzt. Oh, wieder so ein Zauber-Superladen. Da oben kommen wir jetzt nicht mehr hin. Ich hoffe, ich habe mich hier aber alles gesammelt. Ey. So, ja, weiter geht's. Wo war ich denn? Ja, als er gestorben ist, ne? Und noch wegen dem einen Video, ja. Ja, ich will darüber nicht mehr reden. Wegen dem einen Video habe ich auch vergessen, in dem Part zu sagen, dass ihr abonnieren sollt und liken. Mir war das danach egal. Ich hatte schon schlechte Laune danach. So, das Wasser haben wir jetzt noch nicht. Erstmal sammeln. Jetzt besser so erstmal, Leute. Erstmal sammeln, danach das Wasser. Ja, hier haben wir schon Wasser, aber egal. Ich hab das früher andersrum gemacht. Ich hab das Wasser erstmal abgelassen und danach hab ich die Sachen gesammelt. Das ist aber falsch. In meiner Meinung ist das falsch, Leute. So. Geht das hier nicht auf? Nur mit der Superladung bestimmt, ne? Ich glaube, am Anfang des Levels kann man dann einstellen, ne? Ob man speichern will oder nicht. Automatisch.
So, da geht's weiter. Oder nee, da geht's nicht weiter. Ich glaube, da ist schon extra. Aufgabe wieder, ne? Ja, schau mal. Ich glaube, da kann ich noch nicht hin. Wir brauchen die Superladung. Ja, wir brauchen die Superladung, Leute. So. Wir haben aber alles. Ich muss von hier aus rein. Sparks, hast du auch keinen Bock zu arbeiten hier oder was? Die 5. Jo, die Zahlen stehen hier sogar drauf, ne? Safe haben wir da eine Aufgabe mit der Superladung, Leute. Out. Nochmal. Ja, das wird so langsam. Ich guck da, ob ich was übersehen habe, ne? Oh man, sind diese scheiß Schafe aufgetaucht? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Vielleicht ist der wieder gespawnt. Nein. Hätte ich den am Leben gelassen, ne? Schade. Naja, vielleicht finde ich noch ein paar. Der Sparks ist gleich tot und dann können wir nicht mehr gut sammeln. Oh nein, da ist der Typ wieder, dieser scheiß Abzocker. Früher habe ich den wirklich nicht verstanden, Leute. Den. Ich dachte, der hilft uns wirklich, ne? Als Jugendlicher. Aber nach einer Zeit habe ich das gemerkt. Du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. 100 geht noch, okay. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% heilsicher. Ich garantiere es. Oh Mann. Können wir auch schießen? Nö. Wir müssen sowieso hier in die Nägel schneiden, Leute. Ich weiß nicht, wie lange wir hier. Spyro, was soll der Scheiß? Da waren Edelsteine. Wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange wir hier brauchen werden, ne? Ja, erstmal alles sammeln. Danach das Wasser. Weil Spyro nimmt das manchmal nicht mit. Unter Wasser. Da ist das. Ja, ich brauche einen Superladen. Da ist Elora, die speichert. Und da ist das Ende des Levels, ne? Erwartet schon. Aber für uns ist dann noch nicht das Ende. Muss ja noch kommen. Und ich muss gucken. Ah, da ist er. Hallo? Alter. Krieg ich den noch? Ja, der wird noch kommen. So, wie gesagt. 3 Kristallkugel und da sind noch Menge. Edelsteine. So, aber wir gehen ihn trotzdem ansprechen. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Dankeschön. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Level. So. Ja, die Aufgabe startet nicht. Oder nein, das ist der Anfang des Levels. So, ich nehme auch mit. Und da haben wir es. Wir müssen alle Tore jetzt aufmachen, die mit den Zahlen. Hallo? Hey, so geht das nicht. Ach so, erstmal die 1.
Vielleicht deswegen? Warte, wo war die 1? Das ist die 6. Alter, ich habe das wieder vergessen. Aber was haben wir denn hier? Wartet mal. Jo, hier ist auch noch was, ne? Ich erinnere mich. Oh nein, erstmal sammeln. Shit. Oh Gott, ich habe dieses Level mal gehasst. Jetzt verstehe ich jetzt aber warum. Ich erinnere mich an dieses Level, richtig. Weil die Edelsteine zu finden ist schon ein Horror hier. Ihr seht das schon. Dass man jetzt alles suchen muss. Und danach müssen wir noch die Aufgaben noch machen. Ja, die Level werden jetzt immer länger, Leute. Obwohl wir immer noch bei dem ersten Welt sind, ne? So, ich habe da was noch gesehen. Oder? Nein. Das sah so aus. So, vielleicht haben wir noch hier Edelsteine. Fisch. Ja, wir haben den bekommen. Da ist die Nummer 1. Ich glaube, wir müssen den erstmal ansprechen. Ne? Das haben wir hier gehabt. Edelsteine. Wie viel haben wir denn? Die Hälfte. Wow. So, wo ist denn jetzt der eine, den wir ansprechen müssen? Hier sind 2, habe ich gesehen. Ne? Erstmal sprechen wir dann dich an, komm. Ich wollte meinen neuen Manta-Rochen zähmen, aber er hört einfach nicht auf mich. Hey, du hast genau die richtige Größe, um aus seinem Rücken zu reiten. Aber sowas von. Toll! Hüpf auf seinen Rücken und führ ihn durch die Blasenringe, die erscheinen. Und denk dran, er ist ganz neu. Also mach mir ja keine Dellen oder Kratzer rein. Mach ich. Okay, er ist nicht so schwer, sagt er. Hier. Oh, haben wir den bekommen? Ein wilder Ritt, was? Oh Gott, ey. Okay. Da steht 2 Sterne, trotzdem habe ich einen gekriegt. Oh Gott, ich bin richtig schlecht. Ein... Okay. Ja, ich muss mich dran gewöhnen erstmal. So. Wo ist der zweite? Alter. Der zweite ist direkt nebenan und nicht geradeaus. So, hier. Hier, was unten? Oh, Spyro. Alter. Ja, haben wir jetzt verstanden. Ich muss jetzt die ganze Zeit wiederholen. Ach so, den Arsch hier verfolgen. Alter, Spyro noch. Hab ich den noch bekommen? Ja, jetzt weiß ich mehr wohin. Ah, hier. Glück gehabt. Gut gemacht. Oh. Dafür schulde ich dir wohl etwas. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer meiner Flossen gefunden. Richtig behindert gemacht. Oder ich stell mich behindert an. Ich würde meinen Manta-Rochen gerne rentauglich machen. Möchtest du ihn auf eine schwierige Strecke mitnehmen? Ja. Okay, viel Glück. 3. Was? Von wegen 3, Alter. So, den Arsch hier verfolgen. Jetzt weiß ich Bescheid. Unglaublich! Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich gebrauchen. Du kannst die Kugel aus meiner anderen Flosse auch noch haben. Ja, Leute. Den schwierigen haben wir direkt geschafft. Den leichten haben wir voll lang gebraucht. Aber der...
Naja, egal, wir haben das durch hier. So, jetzt zu den nächsten. Hier war ja noch einer. Da. Ein König? Hallo? Die Wasserbauer haben 6 meiner Kinder entführt und auf jedem dieser nummerierten Türme versteckt. Ich habe mir Sprengstoff geborgt, um die Turmtüren aufzusprengen. Wenn du es bis zur Spitze der 6 nummerierten Türme schaffst, sind meine Kinder sicher. Oh, 4 Sterne, sagt er. Ja, aber von wegen, ey. Der andere war 4 Sterne. Ach so, wir müssen aufpassen. Egal, wir haben uns einmal verletzt. Aber jetzt weiß ich Bescheid. So, wir müssen aufpassen, dann reingehen. So, Nummer 2, wo bist du? Hier irgendwo war der. Hallo? Ah, da. Ah, da war noch einer. Ich bin gleich safe tot, ey. Und ich muss mich mal eigentlich ausblenden, ne? Weil ihr seht das bestimmt nicht. So, wo sind diese scheiß Schafe? Jetzt hab ich nicht bekommen. Ja, es ist schwer zu lenken. Ihr merkt das gerade, ne, Leute? Ich bekomme den einfach nicht. So. So, jetzt muss er wieder rein. Wo war der Eingang? Nee, wo war der? Was ist denn, ne? Dort Nummer 3, da. Hallo? Okay, der war einfach. Zu Nummer 4. Okay, ist noch ein Krabbe. Okay. Ja, Nummer 4 müsste hier irgendwo sein. Ja. Wusste schon, ja, dass das hier auch kommt. Ja, wir haben uns trotzdem treffen, aber egal. Da runter. Ich muss auf Sparks aufpassen. So, da haben wir ja einen. Ja, die 4. Hatten wir die 4 gerade nicht gehabt? Ja, hatten wir. Jetzt kommt die 5. War das jetzt nochmal? Ach so, von hier. Ja, ich muss mit dem, ne? Hallo? Achso, wir müssen ja ansprechen. Ich hoffe, dass die 6 jetzt hier ist, ne? Nicht, dass der jetzt hier da drüben war, aber der würde mich aufregen. Ich muss safe wieder hier zurück. Lebensstein, ne? Lebensstein. Okay. Das ist auch komisch jetzt gerade. Ich bin hier ausgestiegen, ne? Wurde gar nicht richtig angezeigt. Aber Hauptsache habe ich mich voll dumm angestellt, aber trotzdem geschafft. Du hast es geschafft! Jetzt können wir in Ruhe schwimmen! Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst.
Bitte nimm diese. Dankeschön. So. Haben wir alle Kugeln? Ja, wir haben alle Kugeln. So, wie machen wir das jetzt mit dem einen? Muss die Superladung mitnehmen oder was? Ja, das reicht nicht bis dahin, ne? Ich guck aber. Da ist das. Alle? Nein? Okay, was habe ich jetzt verpasst hier? War hier... Ach ja, hier war noch was, ne? Am Anfang. Genau. Am Anfang war noch was. Da gehen wir nach Hause. Da oben. Da oben war... Ne, von da oben sind wir gekommen, ne? Hier war ja noch was, ich weiß es noch. Warte, vielleicht hier drüben. Oh, mein Augen. So, dich nehmen wir aber mit erstmal, warte. Und ein Leben. So. Jetzt schaue ich mal schnell. Hier war noch was, ich weiß es. Aber wo war das? Ich muss das erstmal finden. Ah, hier, ne? Haben immer noch nicht. Jo, 70 fehlen uns noch. Hä, wo habe ich was verpasst? Oben vielleicht? Ja. Kann sein, ne, dass wir oben was verpasst haben. Ganz oben. Oh Mann, ey. Ja, das ist das Ding, wenn man suchen muss, ne? Spyro, mach's mal bitte. Ah, ja, ja, ja. Ich komm mal weg. Oh Mann. Ja, ich geh lieber zurück, komm. Dauert mir viel zu lange jetzt noch hier. Zu schlimm. Wie gesagt, Leute, bei solchen Leveln, ne, dauert das halt länger. Ihr merkt das schon. Da oben haben wir safe was vergessen, ich bin mir sicher. Du kommst trotzdem mit. Superladung. Power. Hier oben haben wir jetzt safe was vergessen. Immer noch nicht. Ja, ja, ja. Hey, wo habe ich jetzt was vergessen? Ich habe alles mitgenommen, was ich gefunden habe, also was ich auch gesehen habe. Boah, ich hasse es, ich hasse es. Da waren wir auch drin. Ja, ich finde es nicht. Ich bin blind. Safe habe ich was vergessen hier. Ich muss jetzt die Block nicht noch schaffen. Ne? Ich gehe in die Ecke. Ja, Leute, es ist scheiße. Ich weiß. Es ist scheiße, dass man die ganze Zeit suchen muss.
Wie viel fehlen uns noch? 10. Oh, wir haben 10 noch, ey. Das ist ja richtig ekelhaft. Hier irgendwo muss was sein. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Da oben, ne. Ach, Leute, ich mache das so. Ich suche das jetzt alleine. Und wenn ich das gefunden habe, sehen wir uns dann gleich wieder. So ist das besser. Dauert mir viel zu lange. So, Leute, ich habe das hier gefunden, aber der Spyro hat das direkt gesammelt. Die waren hier versteckt. Vergiss das, Leute, nicht. Hier. Hier oben bei dem 5. Jetzt hat das Spyro direkt gesammelt. Ich kann jetzt nichts dafür, aber wir beenden jetzt das Level, ey. Oh Mann. Ihr habt das doch mitbekommen jetzt gerade, ne? Das hat die ganze Ding gemacht, wenn er sammelt. So. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Endlich können wir das Level beenden und den Faden beenden. Oh Mann, diese Sucherei, ne? Ekelhaft. So, Leute, das war's mit dem Fahrtschacht schon mal jetzt, aber der kommt in Sequenz erstmal. Ja, der hat sich lustig darüber gemacht und dann kam der echte. Ja, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Spyro Raptors Rage. Ciao, Leute.